Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute seht ihr schon im Hintergrund, wir machen wieder ein bisschen Gambling. Und zwar holen wir uns heute 5 Steam Keys und schauen, ob wir Profit machen oder nicht. Weil zocken kann ich gerade schwer. Fragt am besten gar nicht, wie das passiert ist. Das ist eine richtig dumme Story. Ich bin einfach mit einer Glasflasche hingefetzt und habe mir meine ganze Hand zerritzt. Ich wurde auf jeden Fall komplett genäht. Aber kann man jetzt nichts machen. Ich kann auf jeden Fall erstmal nicht mehr zocken. Problem ist, ich fliege diese Woche in Urlaub und muss 3 Videos vorproduzieren. Deswegen fangen wir erstmal mit diesem hier an. Und zwar holen wir uns 5 random Steam Keys. Und dann würde ich sagen, ohne lang zu labern, holen wir uns die erstmal hier für 3,49 €. So, und dann haben wir auch bestellt. Es ging wieder nicht mit PayPal. Ich habe keine Ahnung, was bei mir los ist. Egal, jetzt warten wir nur noch ein bisschen. Und dann können wir auf jeden Fall abchecken. Das Ganze hat uns 3,49 € gekostet. Und mal schauen, ob wir mit Profit rausgehen. Ich meine, es sind 5 Games. Es werden wahrscheinlich irgendwelche Trash-Games sein. Ich hoffe mal, vielleicht ist ja auch ein krasses Game dabei. Wer weiß, vielleicht ist da irgendein COD drin. Kann ja auch theoretisch sein. Wer nicht weiß, was Steam Keys sind, wer jetzt zum Beispiel nur auf Konsole spielt, Steam ist. Steam ist eigentlich die Gaming-Seite, wo du halt alle Games holen kannst, beziehungsweise die meisten. Und hier kannst du halt Codes einlösen. Und dann kannst du sehen, was du rauskriegst, beziehungsweise kannst die Games halt dann einfach einlösen. Vielleicht werden wir auch in ein paar Games reingehen und schauen, was das Ganze für Games sind. Zum Schluss, die geben uns noch irgendwelche Codes für irgendwelche Free Games. So, wir haben jetzt die Keys bekommen. Okay, ich muss in meine E-Mail rein, um die zu sehen. So, schauen wir mal an, was der erste Key ist. Steam-Produkt aktivieren. Und jetzt geben wir das Ganze mal ein. Das ist das erste Game. Aktivierung erfolgreich. Bounce ist das erste Spiel. Noch nie was davon gehört. Sieht absolut trash aus. Das zweite Game. Aha. Produkt bereits im Besitz. Das heißt, irgendjemand kann sich diesen Key hier einlösen und kann dann schauen, was das Ganze ist. Zum Glück stehen bei mir hier dabei, welche Games das sind. Das heißt, ich kann trotzdem gucken, wie teuer die waren. Dieses Game habe ich auch bereits im Besitz, okay. Das heißt einfach, von 3 sind schon mal 2, habe ich schon. Das könnte natürlich viel heißen. Ich habe, das dritte ist auch im Besitz. Das vierte, Digga, das vierte ist auch in meinem Besitz. Yo. Und das letzte, ich sehe schon, wohin das hinführt. Das vierte habe ich auch schon. Und, ey, ich hätte gedacht, da gibt es ein bisschen mehr Randomness. Aber ich habe schon mal sowas hier geholt. Und zwar das erste Game, was hier nochmal, was ich jetzt einfach nochmal geholt habe, war hier dieses The Culling of the Chaos. Danach hatte ich dieses Destroy It, dieses FPS Tactics und Knights and Merchants. Das heißt, wir können jetzt erstmal schauen, wie viel kosten die ganzen Games. Ihr seht hier unten links, wie viel Minus wir gemacht haben. Ich gebe jetzt erstmal ein. So, das Game kostet, es ist reduziert von 3,99 € auf 39 Cent. Das heißt, wir geben hier unten erstmal 39 Cent ein. Oh mein Gott. Dann schauen wir, wie viel kostet Destroy It. Digga, niemals. Was? Ey, nee, ich zeige euch das jetzt mal. Hier, Destroy It. 97,50 €. Junge, das haben diese Typen hier, die dieses Game verkaufen, die diese Keys verkaufen, selbst programmiert und hochgeladen. Damit man denkt, oha, 100 € plus. 97 €. Okay, tragen wir hier unten ein. Also haben wir fast 100 € theoretisch Profit gemacht. Digga, ich kann, also, so eine Verarsche, Junge. 100 € Profit hätte ich mir das selbst gekauft. Ja, die stecken unter einer Decke, ohne Scheiß. FPS Tactics kostet auch wieder 97 €. Wen willst du verarschen? Yo, wahrscheinlich, oder habe ich jetzt 200 € plus oder was? Wollt ihr mich verarschen, Junge? So ein Fake-Scheiß. Yo, Leute, hier ist der Nick nochmal von der Zukunft. Digga, ich habe einfach wie ein Dulli vergessen beim Schneiden, euch die anderen 2 Games zu zeigen, wie teuer die sind. Ich bin einfach ein Idiot.
Auf jeden Fall kostet Knights and Merchants 6,99 €, wird auf jeden Fall da angezeigt. Und Bounce kostet 14,99 €. Dann würde ich sagen, jetzt wisst ihr den richtigen Profit. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim weiteren Video. Never. Never, never, never. Ich lade dir jetzt mal diese Kack-Games runter. Mal schauen. Destroy it. Für 100 €. Und FPX-Tags, Digga. Ach. Ich denke mal, das sind die größten Müllspiele, die es gibt. Aber werden wir gleich sehen. Und zwar spielen wir jetzt das erste Game an. Und zwar Destroy It. Im Hinterkopf behalten, dieses Game kostet 100 €, wenn man es sich so holen will. Dem Ganzen vertraue ich hier nicht. Okay. Digga, das ist alles. Ich kann WASD drücken, um die Kamera zu bewegen. R und RMB macht nicht mal was. Und klicken kann ich nichts. Exit. Exit funktioniert nicht mal. Ah doch, jetzt. Exit. Oh mein Gott, das geht. Was ist das? Digga, 100 €. Ey, was ist das für eine Verarsche? Ey, das haben die Wichser bestimmt selbst programmiert, Digga. Digga, das programmiert man in 10 Minuten. Da ist derselbe Sound und es dreht sich, Junge. Direkt raus. Schauen wir jetzt mal das zweite Game an. The Culling of the Cows. Also ich denke, die ganzen Games werden ungefähr gleich sein. Digga, wie... Digga, wie laut. Ja, toll, Digga, mit einer Hand kann ich jetzt. Ja, ich hab schon meine ganze Ding. Muni verschossen. Ich kann mich nur rumbewegen. Ich kann nichts klicken. Ja, okay. Ich glaube, die Games sind alle gleich. Gehen wir hier mal auch wieder raus. Also, jeder, der dieses Video zuerst sieht, kann diese ganzen Codes, die ich hier eingeblendet gelassen habe, einlösen, wer diese Kack-Games haben. Ihr könnt die auf jeden Fall einlösen, dann habt ihr die auf eurem Steam-Account, dann habt ihr auch Games für 100 € drauf, Digga. Also, ich dachte ehrlich, die machen wirklich random, aber die machen ja in jeder Bestellung das Gleiche. Also holt euch diese Verarsche auf jeden Fall nicht. Also die Games kann ich hier natürlich gleich wieder entfernen, installieren. Also wer auch immer sowas programmiert und für 100 € reinstellt, um hier Leute zu verarschen. Also, Digga, 100 €. Also, ihr seht den Profit. Das Geld bringt mir jetzt nichts. Diese Games sind immer noch... Also, ich kann die jetzt nicht outcashen wieder. Also, theoretisch haben wir jetzt ein bisschen Profit gemacht. Ihr seht es ja unten links in der Ecke, wie viel. Aber es ist absolut Verarsche. Kauft auf jeden Fall niemals diese Keys, Junge. Ich habe gerade einfach 5 absolute Trash-Games für 4 € gekauft und angeblich diesen Profit gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem unterhalten. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche. Da wird es auf jeden Fall wieder ein X-Defiant-Video geben. Leider kann ich nicht zocken, das heißt, vielleicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde jetzt ein paar Videos vorproduzieren. Das heißt, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.